Das Thema des heutigen Videos lautet: Die allgemeinen Reaktionen der neuen Enneagrammtypen in Zeiten der Krise im Rahmen der drei Triaden des Enneagramms. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Detlef Rathmer, ich bin Inhaber des Verlagshauses Rathmer, eines kleinen, aber feinen Buchverlages für homöopathische Literatur sowie Büchern zur Selbsterkenntnis und zur Lebenskunst. Bei Interesse schauen Sie gern dort einmal vorbei unter www.verlagshaus-rathmer.com. Darüber hinaus arbeite ich seit mehr als 2 Jahrzehnten als Heilpraktiker in eigener Naturheilpraxis als Homöopath im schönen Luftkurort Billerbeck nahe Münster in Nordrhein-Westfalen. Auch dazu finden Sie im Internet ausführliche Informationen auf meiner Praxis-Homepage unter www.psychologische-homöopathie.de. Vielen Dank. Als Homöopath therapiere ich meist chronisch kranke Menschen, Patienten, nach den Grundsätzen der Enneagramm-Homöopathie. Das ist eine Kombination aus der mittlerweile 230 Jahre bestehenden klassischen Homöopathie nach Dr. Samuel Hahnemann und der tausende von Jahren alten Menschentypenlehre des Enneagramms. Nach diesem Enneagramm gibt es insgesamt 9 unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen oder Muster, die letztlich aus dem Gleichgewicht geraten, wenn ein Mensch erkrankt, und aus Sicht der Enneagramm-Homöopathie die wahren Ursachen für chronische Erkrankungen darstellen. Durch die Gabe des passendsten homöopathischen Arzneimittels, des sogenannten Semilimums, für den entsprechenden Enneagramm-Typ, der natürlich vorher genau bestimmt werden muss, wird dieses innere Ungleichgewicht im Gesamtorganismus des Patienten wiederhergestellt und damit erfolgt gesetzmäßig auch die Heilung chronischer Krankheiten. Auf den eingangs erwähnten Homepages finden Sie sehr umfangreiche Informationen rund um die Enneagramm-Homöopathie und das Thema Enneagramm als solches. In den letzten Jahren entstanden aus meiner Arbeit heraus auch über 350 kostenlose Videos auf YouTube, hauptsächlich zum Thema Enneagramm, die ich Ihnen wärmstens empfehlen möchte. Weiterhin gibt es einen sogenannten Enneagramm-Newsletter. Meines Erachtens ist das der einzige in Deutschland, den es gibt. Er nennt sich Rathmers Enneagramm-Newsletter, zu dem Sie sich ebenfalls kostenfrei auf der Startseite meiner Praxis-Homepage anmelden können. Einfach die E-Mail-Adresse eingeben und dann erscheint bei Ihnen wöchentlich regelmäßig ein Enneagramm-Newsletter mit hilfreichen Informationen rund um das Enneagramm. Schließlich möchte ich Sie noch auf die ebenfalls kostenfreien geschlossenen Gruppen auf Facebook und Telegram neuerdings zum Thema Enneagramm und Homöopathie hinweisen. Gut, nach diesem Video, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sollten Sie ein deutlich besseres Verständnis für Ihre Mitmenschen und sich selbst entwickeln können. Vor allem in Bezug auf die typischen Grundthemen des Menschseins, wie sie das Enneagramm in beeindruckender Weise vermittelt. Vertiefend dazu empfehle ich Ihnen meine Enneagramm-Literatur mit zahlreichen Büchern zu verschiedenen Themenbereichen. Heute nun wollen wir uns mit diesen 9 möglichen Persönlichkeitsmustern des Enneagramms beschäftigen und wie diese in Krisenzeiten allgemein reagieren. Dazu eignet sich besonders natürlich die aktuelle sogenannte C-Krise. Diese Corona-Krise hält die Welt weiterhin in Atem. So oder ähnlich formuliert vernehmen wir die besorgniserregende Botschaft durch die sogenannten Mainstream-Medien täglich und seit vielen, vielen Monaten. In diesem Video soll es darum gehen, wie die einzelnen 9 Enneagrammtypen
sich in Zeiten einer solchen tiefgreifenden Krise wie der Corona-Krise tendenziell verhalten und warum sie das tun und auch in gewisser Weise auch tun müssen, weil sie aufgrund ihrer meistens vollkommen unbewussten sogenannten Enneagramm-Fixierung erst einmal auch gar nicht anders handeln können, wie wir im Folgenden sehen werden. Sowohl in persönlichen Krisen des Lebens, die wir alle leider zu Genüge kennen, als auch wie momentan im Rahmen einer kollektiven Krise, die sozusagen fast die gesamte Menschheit erfasst hat, sind wir Menschen, jeder auf seine individuelle Art, je nach Enneagrammtyp, ängstlich, besorgt um die Zukunft und natürlich die unserer lieben Mitmenschen. Denn in einer solchen Krise fühlen wir uns von deren unwägbaren politischen, wirtschaftlichen, sozialen und vor allem auch durch die gesundheitlichen Einflüsse auf uns besonders bedroht. Gerade in solchen Krisen werden die sogenannten psychologischen Abwehrmechanismen der einzelnen Enneagrammtypen oder Enneatypen kurz genannt, in besonders intensiver Art und Weise in uns aktiv. Dadurch ist es aber auch in besonderer Weise gerade in diesen Krisenzeiten möglich, den Enneagrammtyp sehr gut erkennen zu können. Das Enneagramm wird zur Darstellung von 9 unterschiedlichen Persönlichkeitsmustern genutzt, welche 9 vollkommen verschiedene Wahrnehmungs-, Denk- und Gefühlsmuster beschreiben, mit denen Menschen ihre Welt sortieren und gestalten. Zugleich verbergen sich hinter diesen 9 Persönlichkeitsmustern, die die Wirklichkeit des Lebens sehr unterschiedlich wahrnehmen, je nach Typ, die 9 gerade erwähnten verschiedenen psychologischen Abwehrmechanismen, die gerade in Krisenzeiten besonders deutlich in Erscheinung treten, und dahinter verbergen sich ebenfalls die 9 zentralen sogenannten intrinsischen Motivationsmuster, die jedem Enneatyp innewohnen. Denn im Kern beschäftigen wir uns beim Enneagramm nicht etwa nur mit den Verhaltensmustern von Menschen an sich, obwohl diese meistens deutlich sichtbarer und damit zugänglicher sind als die dahinter verborgenen Motivationsmuster, sondern es geht primär um die Frage, warum sich Menschen unterschiedlichen Typs ebenso unterschiedlich verhalten. Also es geht beim Enneagramm um die Kernmotivation, die den 9 Enneagrammtypen und damit deren Verhaltensweisen zugrunde liegen. Wer sich bislang noch nicht mit den Motivations- und Verhaltensmustern dieser 9 Enneagrammtypen beschäftigt hat, demjenigen ist auch das eigene tiefe Persönlichkeitsmuster mit seiner zentralen Motivation und der dahinterliegenden menschlichen Grundleidenschaft in aller Regel noch verborgen. Erst durch ein grundlegendes Studium der 9 möglichen Enneagrammmuster und einer vertieften Auseinandersetzung im Rahmen des eigenen Selbsterkenntnisprozesses kommt nach und nach auch der eigene spezifische Persönlichkeitstyp zum Vorschein. Dieser Weg zu sich selbst ist jedes Mal höchst individuell und am Ende beantwortet er die sehr wichtige Frage, was uns in Wahrheit das ganze Leben, das ganze bisherige Leben motiviert hat, warum wir uns so und nicht anders entschieden haben in gewissen Situationen und auch nicht anders entscheiden konnten, warum wir genau da stehen, wo wir nun stehen und wer wir wirklich, wirklich in der Tiefe unseres Daseins sind. Hier gilt der Spruch, der Weg ist das Ziel. Es gibt darüber hinaus den berühmten Ausspruch, dass wir die Dinge nicht so sehen, wie sie sind, sondern dass wir die Dinge so sehen, wie wir sind. Und wie wir sind, darüber gibt uns das Enneagramm Auskunft. Schauen wir uns in einem allgemeinen Überblick zunächst die sogenannten Triaden
des Enneagramms genauer an. Also die 9 Enneagrammtypen lassen sich danach in 3 Gruppen von jeweils 3 Enneagrammtypen aufteilen. Jede dieser Gruppen hat bereits charakteristische, typische Merkmale und Themenbereiche, die sich auch und gerade in Krisenzeiten dem aufmerksamen Beobachter deutlich offenbaren können. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von den Intelligenzzentren, und die Angehörigen dieser 3 Intelligenzzentren zeigen bestimmte Schwerpunkte in emotionalen, mentalen und instinktiven Bereichen des Lebens. Gut, beschäftigen wir uns zunächst mit der sogenannten Herz- oder Gefühlstriade mit den Typen 2, 3 und 4. Manchmal wird diese Gruppe auch Image-Triade genannt. Was sind nun die Hauptthemen dieser Herztriade des Enneagramms? Gut, die Hauptthemen der Herztypen sind Beziehungen, Emotionen, Ansehen, Image, Scham und Bedürftigkeit. Aus diesen meist unbewusst gelebten Themen heraus lebt und wirkt der Herzmensch oder Herztyp aus dem Brustraum seines Körpers heraus in der Welt. Zunächst sei gesagt, dass Herztypen nicht deshalb so bezeichnet werden, weil sie besonders herzlich sind. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie nicht herzlich sein können. Genauso aber können Kopf- und Bauchtypen des Enneagramms genauso herzlich sein. Herz- und Gefühlstypen heißen deswegen so, weil sich bei ihnen vorherrschend alle Lebensempfindungen im Herzbereich oder im emotionalen Bereich abspielen. Gefühle unterliegen in der Regel, wie wir wissen, einer sehr großen Bandbreite, bei der die Wahrnehmung häufig deutlich differenzierter ist als zum Beispiel bei den Bauchtypen, wie wir später noch sehen werden, oder auch den Kopftypen des Enneagramms. Die Gefühlsenergie agiert bei den Herztypen sozusagen aus dem Brustbereich heraus, wie ich schon erwähnte. Und die 3 Herztypen 2, 3 und 4 haben eine besondere Nähe zu ihren Gefühlen, zur eigenen Bedürftigkeit, zu Schamgefühlen und zu ihrer Wirkung auf andere, die auch im Brustbereich des Menschen ihren natürlichen Ursprung finden. Was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass sie sich nach außen immer besonders gefühlvoll, bedürftig oder schamvoll verhalten oder sich immer nur um die Außenwirkung auf andere bemühen. Da ist nur die Tendenz. Hier kommt es eben auf die genaueren Umstände des Einzelfalles an und natürlich auf die genauere Unterscheidung zwischen den Typen 2, 3 und 4, die doch sehr unterschiedlich sind in dieser Hinsicht. Die Herztypen erleben also die Gefühle in sich, in ihrem Körper als Energiefeld, gehen aber mit dieser Herzenergie sehr unterschiedlich um, wie wir gleich sehen werden. Weil das menschliche Ego glaubt, ein Körper unter anderen Körpern zu sein, also vereinzelt, allein und einsam in diesem unendlichen Universum, deswegen taucht bei den Herztypen vor allem Bedürftigkeit und Scham auf, weil der Körper bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist, die nicht in der eigenen Macht liegen und oder dem eigenen Willen unterliegen. Herztypen sind unbewusst immer damit beschäftigt, immer, wie sie auf andere wirken, wie sie sich im anderen spiegeln, widerspiegeln, mit wem sie emotional verbunden oder zusammen sind und mit wem nicht und welchen Eindruck die anderen von ihnen haben, also wie die anderen sie finden. Bei Herztypen geht es also stets, also primär, um Beziehungen und um den gegenseitigen emotionalen und kommunikativen Austausch untereinander. Beziehungen lösen bei Herztypen immer auch direkt ein Gefühl
im energetischen Herzbereich aus. Es geht hier immer primär um Gefühle im direkten Zusammenhang mit anderen Menschen, mit der Beziehung zu anderen Menschen. Damit liegt auch der Kompetenzbereich von Herztypen genau in diesem emotionalen Beziehungsbereich. Herztypen sind stets auf ein menschliches Gegenüber angewiesen, welches sie auf sehr persönliche Art widerspiegelt, und sie beziehen genau dadurch ihre natürliche Existenzberechtigung. Sie sehen im anderen in besonderer Weise ein Individuum mit allen seinen Bedürfnissen, Gefühlen und persönlichen Vorstellungen und legen diesbezüglich den Schwerpunkt bei anderen und natürlich auch bei sich selbst. Genau diese Bedürfnisse, Gefühle und persönlichen Vorstellungen sind für die Herztypen 2, 3 und 4 des Enneagramms wirklich ganz wichtige, ganz zentrale Themen. Bei allen Herztypen steht das bei diesen Enneatypen vorherrschende Herzintelligenzzentrum in ständiger Verbindung zum Gesamtorganismus, also zur Psyche, zum Körper und zur Seele des jeweiligen Herztyps, und informiert den Gesamtorganismus, versorgt ihn sozusagen ständig mit Informationen. Wie gehen nun die einzelnen Angehörigen dieser Herztriade, die Typen 2, 3 und 4, mit ihren Grundthemen, Beziehungen, Emotionen, Ansehen, Image, Scham und Bedürftigkeit um? Nun, Typ 2 des Enneagramms wird von der sogenannten überschießenden Herz- oder Gefühlsenergie belebt. In Krisenzeiten neigt dieser Enneagramm-Typ also besonders dazu, anderen emotional zur Seite zu stehen, ihnen Hilfeleistung zu schenken, um von der eigenen inneren Bedürftigkeit und Hilflosigkeit abzulenken. Im negativen Sinne kann dieser Typ 2 allerdings anderen gerade auf emotionaler Ebene auch sehr manipulativ und mitunter fordernd entgegentreten, gerade dann, wenn die anderen Menschen sich aus welchen Gründen auch immer zurückziehen. Innerlich motiviert wird Typ 2 des Enneagramms von der meist unbewussten Suche nach Liebe und geliebt werden. Typ 3 hat hingegen in Krisenzeiten aufgrund seiner ihm dann innewohnenden sogenannten blockierten Herzenergie die Fähigkeit, sich emotional vollkommen zurückzuziehen, abzukappen. Diese Schutzmaßnahme des emotionalen Verschließens führt aber leider dazu, dass er den gefühlsmäßigen Kontakt zu anderen Menschen zum Teil vollkommen verliert. Typ 3 spürt dann emotional nur noch eine tiefe Leere. Innerlich motiviert wird Typ 3 des Enneagramms von der meist unbewussten Suche nach Erfolg und Ansehen. Typ 4 hingegen reagiert in Krisenzeiten emotional im Rahmen der sogenannten umfunktionierten oder auch umgewandelten Herzenergie. Dabei werden die eigenen Gefühle entweder in kreative Prozesse umgewandelt, im besten Falle, aber eher selten, oder es erfolgt ein emotionaler Rückzug, wobei Typ 4 sich dabei in emotionaler Verzweiflung und Melancholie verlieren kann. Zur Erinnerung, die Rückzugstypen des Enneagramms sind die Typen 4, 5 und 9. Die neigen dazu, sich gerade in Krisensituationen zurückzuziehen. Die umgewandelten Gefühle führen dann bei Typ 4 zu Gefühlen von Leid, Schmerz und innerem Mangel, womöglich mit einer intensiven Opferhaltung einhergehend. Innerlich motiviert wird Typ 4 des Enneagramms von der meist unbewussten Suche nach Individualität und Einzigartigkeit. Nun kommen wir zur sogenannten Kopf- oder Verstandestriade mit den Typen 5, 6 und 7. Diese Gruppe wird manchmal auch Mental- oder Denktriade genannt. Was sind nun die Hauptthemen dieser Kopftriade des Enneagramms?
Die Hauptthemen sind Ängste, Befürchtungen, Unsicherheiten, Unwägbarkeiten, mögliche Eventualitäten, Analyse, intellektuelles Verständnis, Zweifel und mentale Vorwegnahme bzw. Beurteilung der aktuellen Situation oder in Krisenzeiten der aktuellen möglichen Gefahrenlage. Die Frage ist aber stets für diese Kopftypen: Erkenne ich die Situation da draußen richtig, sodass ich mich auch daran zuverlässig, verlässlich orientieren kann? Aus diesen meist unbewusst gelebten Themen heraus lebt und wirkt der Kopfmensch oder Kopftyp aus dem Kopfraum seines Körpers heraus in der Welt. Kopftypen haben ihre Bezeichnung nicht etwa, weil sie keine Gefühle wie die Herztypen oder keinen Sinn für Gerechtigkeit wie die gleich noch zu besprechenden Bauchtypen des Enneagramms hätten, sondern deshalb, weil Gefühle oder Gerechtigkeit nicht die vorherrschenden Lebensthemen bei ihnen sind. Kopftypen ist es besonders wichtig, ihr Handeln in der Welt zu bedenken, zu überdenken, also darüber nachzudenken, gedanklich oder mental zu reflektieren. Sie haben daher einen besonderen Sinn für alle möglichen Eventualitäten. Kopftypen werden auch Angsttypen genannt, weil sie durch ihre mental starken Kopfaktivitäten regelmäßig rege Gedankengebäude kreieren. Angst entsteht genau durch diese verstärkte, zukunftsgerichtete Kopf- oder Gedankenaktivität, weil dadurch Fantasien über künftige, möglicherweise sehr bedrohliche Situationen entstehen, die noch nicht eingetreten sind, aber jederzeit eintreten können in der Fantasie. Auf diese Weise versuchen sich alle Kopftypen durch ihr in ihnen vorherrschendes, vorsorgliches Denken von Angst und Unsicherheit zu befreien, was ein wenig paradox klingt, sich sozusagen gedanklich abzusichern vor dem, was geschehen könnte. Die Kopftypen 5, 6 und 7 möchten also alle Eventualitäten des Lebens verstehen, damit sie sich mit einem relativen Gefühl der Sicherheit darauf einrichten können. Damit liegt auch der Kompetenzbereich von Kopftypen genau im intellektuellen Analysebereich. Die drei Kopftypen 5, 6 und 7 des Enneagramms haben eine besondere Nähe zu ihren Ängsten, wie gesagt, und Unsicherheiten, die auch im Kopfraum des Menschen ihren natürlichen Ursprung finden, was aber nicht zwangsläufig immer bedeutet, dass sie sich nach außen immer besonders ängstlich, unsicher, intellektuell, zweifelnd, analytisch oder gar feige verhalten. Hier kommt es, wie immer, auf die genauen Umstände des Einzelfalles an und natürlich auf die genauere Unterscheidung zwischen den Typen 5, 6 und 7. Also die Kopftypen erleben ihre Ängste und Unsicherheiten in sich, in ihrem Körper, als Energiefeld, gehen aber mit dieser Kopfenergie sehr unterschiedlich um. Also auch da gilt, weil das menschliche Ego glaubt, ein Körper unter anderen Körpern zu sein, also vereinzelt, allein und einsam, in diesem grenzenlosen Universum, taucht bei den Kopftypen vor allem Angst auf, weil der Körper bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist, die nicht in der eigenen Macht liegen oder dem eigenen Willen unterliegen. Bei allen Kopftypen steht das bei diesen Enneatypen vorherrschende Kopf Intelligenzzentrum in ständiger Verbindung zum Gesamtorganismus, also zur Psyche, zum Körper und zur Seele des jeweiligen Kopftyps und informiert es, versorgt es sozusagen ständig mit Informationen. Wie gehen nun die einzelnen Angehörigen der Typen 5, 6 und 7 dieser Triade, dieser Kopftriade mit ihren Grundthemen, Ängste, Befürchtungen, Unsicherheiten, Eventualitäten, Unwägbarkeiten, Zweifel, Analyse, mentale Vorwegnahme von eventuellen Gefahrensituationen um? Nun, der Typ 5 unterliegt energetisch der sogenannten überschießenden,
Kopfenergie und lebt damit als der typische Denker und Beobachter des Enneagramms zum größten Teil mit seinem Körperbewusstsein im oberen Drittel des Körpers, könnte man sagen, mit dem Schwerpunkt der Aufmerksamkeit im Kopfbereich. Dort entwirft er neugierig interessante Ideen und Lösungen und Analysen und kann sich dabei in Krisenzeiten wie ein Pokerspieler vollkommen abspalten von seinen wahren Gefühlen, auch von seinem Körper an sich, zugunsten intensivster, sachlich nüchterner Denkvorgänge. Innerlich motiviert wird Typ 5 des Enneagramms von der meist unbewussten Suche nach Wissen und Erkenntnissen. Gut, bei Typ 6 finden wir hingegen eine sogenannte blockierte Kopfenergie, die in Krisensituationen in einem eher negativen, ängstlichen Panikmodus verfallen kann, im Rahmen dessen dieser Typ sich permanent die Frage stellt, was eventuell noch alles passieren könnte, ne? Wie geht das alles aus, was kann ich unternehmen, um dagegen anzugehen. Er denkt also tendenziell schnell in negativeren Worst-Case-Szenarien und innerlich motiviert wird dieser Typ 6 des Enneagramms von der meist unbewussten Suche nach Sicherheit und Verlässlichkeit. Typ 7 dagegen versucht selbst in Krisenzeiten den positiven Blick auf die Situation beizubehalten. Im Rahmen seiner sogenannten umgewandelten oder umfunktionierten Kopfenergie negiert er tendenziell alles Negative und jegliches Leid und sucht nach vorteilhaften Möglichkeiten in der Krise, die seine möglicherweise widrigen Lebensumstände in ein mehr positives, angenehmeres Licht rücken können. Innerlich motiviert wird Typ 7 des Enneagramms von der meist unbewussten Suche nach Spaß und Lebensfreude. So, kommen wir nun zu der dritten Triade. Das ist die sogenannte Bauch- oder Handlungstriade des Enneagramms. Dazu gehören die Typen 8, 9 und 1. Diese Gruppe wird manchmal auch Instinkt-Triade genannt. Was nun sind die Hauptthemen dieser Bauchtriade des Enneagramms? Die Hauptthemen der Bauchtypen sind Macht, Ohnmacht, Territorium, Handlung, Nichthandeln, Zorn, Aggressivität, Aggression, Harmonie und Gerechtigkeit. Aus diesen meist unbewusst gelebten Themen heraus lebt und wirkt der Bauchtyp oder Bauchmensch aus dem Bauchraum, aus dem Bauchraum seines Körpers heraus in der Welt. Macht bedeutet hier allerdings nicht immer gleich, dass die Typen 8, 9 und 1 sozusagen proaktiv Macht über andere Menschen ausüben würden, sondern Macht bedeutet ein inneres Muster, welches immer wieder instinktiv erkennt, wer diesen drei Typen den Machtbereich, oft auch den individuellen Handlungsbereich, was oft auch dasselbe ist, streitig machen möchte. Damit gehen häufig auch Gefühle der Ohnmacht einher, wie man sich vorstellen kann. Dieses Grundgefühl ist sozusagen als Hintergrundrauschen bei den Bauchtypen des Enneagramms mehr oder weniger permanent vorhanden und tatsächlich auch energetisch als Empfindung und Wahrnehmung im Bauchraum dieser Menschen lokalisiert. Diese Aggression im Sinne einer Handlungsenergie sitzt sozusagen im Bauchbereich. Die drei Bauchtypen 8, 9 und 1 haben eine besondere Nähe zu ihrer Aggression und zum Zorn, eine besondere Affinität, könnte man sagen, die auch im Bauchraum, also der Zorn und die Aggression, finden auch im Bauchraum des Menschen ihren natürlichen Ursprung. Was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass sie sich nach außen immer besonders aggressiv, durchsetzungsstark oder gar zornig verhalten oder vielleicht auch gar nicht handeln. Hier kommt es auf die genaueren Umstände wieder an des Einzelfalles und natürlich auf die genauere Unterscheidung zwischen den Typen 8, 9 und 1. Die Bauchtypen erleben also die Aggression in sich, in ihrem Körper als Energiefeld, gehen aber mit dieser Bauchenergie sehr unterschiedlich um.
Und weil auch bei Bauchtypen das menschliche Ego glaubt, ein Körper unter anderen Körpern zu sein, also vereinzelt, allein und einsam in diesem unendlichen Universum, taucht bei den Bauchtypen eben aufgrund auch der Begrenzung des Körpers, der Begrenzungen des Körpers vor allem Zorn auf, weil der Körper bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist, die nicht in der eigenen Macht liegen oder dem eigenen Willen unterliegen. Aggression, Zorn, territoriale Ansprüche und instinktives Handeln oder Nichthandeln sind eng miteinander verwoben. Daher ist auch das Thema Handlung, Handeln, Nichthandeln hier bei den Bauchtypen von zentraler Bedeutung. Damit liegt auch der Kompetenzbereich von Bauchtypen genau im instinktiven Handlungsbereich. Auch Gerechtigkeit und Harmonie sind bei Bauchtypen eng miteinander verknüpft. Denn wenn es in ihren Augen, nach ihrer Wahrnehmung, gerecht zugeht, dann ist auch die Harmonie sichergestellt, die ihnen sehr wichtig ist. Wenn etwas nicht harmonisch ist, gerät im Bauchbereich, man könnte sagen, die innere Wasserwaage als Maßstab für Harmonie aus dem Gleichgewicht. Und die Bauchtypen empfinden dieses Ungleichgewicht dann instinktiv wie ein Seismograph als Ungerechtigkeit. Und genau diese Ungerechtigkeit, bzw. diese Gerechtigkeit, bzw. die Wiederherstellung der Gerechtigkeit ist für die Bauchtypen 8, 9 und 1 ein ganz wichtiges, ein zentrales Thema. Bei allen Bauchtypen steht das bei diesen Eneatypen vorherrschende Bauchintelligenzzentrum in ständiger Verbindung zum Gesamtorganismus, also zur Psyche, zum Körper und zur Seele des jeweiligen Bauchtyps und informiert den Gesamtorganismus, versorgt ihn sozusagen ständig mit Informationen. Wie gehen nun die einzelnen Angehörigen dieser Triade, die Typen 8, 9 und 1, dieser Bauchtriade mit ihren Grundthemen Macht, Ohnmacht, Territorium, Handlung, Nichthandeln, Zorn, Aggression, Aggressivität, Harmonie und Gerechtigkeit um? Nun, Typ 8 handelt tendenziell durchsetzungsstark. Wir nennen das im Enneagramm eine sogenannte überschießende Handlungsenergie. In Krisenzeiten reagiert Typ 8 mit überschießender Ausübung von Macht und Kontrolle über andere Menschen oder über Situationen und über sich selbst mit nach außen gerichteter Aggression und Handlungsenergie, mit einem starken Drang nach Wahrheit und Gerechtigkeit, mit Demonstration von Stärke, Präsenz, Energie, Aktivität und Handlungsbereitschaft. Typ 8 lässt sich nicht unterkriegen von den äußeren Umständen der Krise und findet stets Mittel und Wege, in jeder Situation Stärke und Durchsetzungskraft zu manifestieren. Typ 8 nimmt sozusagen den Kampf gegen die widrigen Umstände selbstbewusst auf und vermeidet und leugnet mitunter den Eindruck von Schwäche, obwohl es in seinem Inneren durchaus ganz anders aussehen kann. Er verteidigt also aktiv sein Territorium. Innerlich motiviert wird Typ 8 des Enneagramms von der meist unbewussten Suche nach Macht und Kontrolle. Bei Typ 9 ist diese Handlungsenergie tendenziell blockiert. Das heißt, ihm fällt es schwer, in Krisenzeiten in eine effektive Dynamik von Handlung und Tat zu kommen. Gegenüber seinen Mitmenschen verhält sich Typ 9 daher tendenziell eher entgegenkommend, vermittelnd und versucht daher den Schwerpunkt auf die Herstellung von Harmonie zu setzen. Geht also vermittelnd auch mit der Krisensituation um, zieht sich vor ihr aber tendenziell eher zurück. Wir erinnern uns, auch der Typ 9 gehört zu den sogenannten Rückzugstypen, gemeinsam mit den Typen 4 und 5. des Enneagramms. Typ 9 verharrt mehr im Nichthandeln, dann gerade in der Krise, wenn er in die Unbewusstheit gerät, in einer inneren Trägheit des Herzens, sagt man auch, verharrt er womöglich in einer handlungsunfähigen,
Akzeptanz gegenüber den Widrigkeiten des Lebens, wobei mitunter aber seine damit unterdrückte, blockierte Aggression oder Handlungsenergie in größeren Abständen durchaus auch in sein Bewusstsein kommt, oft in Form einer dann passiv-aggressiven Haltung zum Leben, gepaart mit großen inneren Widerständen. Typ 9 wird zunehmend ängstlicher in der Krise, selbstvergessener und entscheidungsschwächer. Seine territorialen Ansprüche verteidigt Typ 9 mehr passiv-aggressiv. Innerlich motiviert wird Typ 9 des Enneagramms von der meistens unbewussten Suche nach Harmonie und Frieden. So, als letztes der Typ 1 des Enneagramms. Da ist die Handlungsenergie tendenziell umfunktioniert oder auch umgewandelt. Die innere Aggression manifestiert sich hier mehr in einer mehr oder weniger versteckten Form von Zorn, der hier unbewusst als Motor aller Handlungen auch und gerade in einer Krise fungiert. Die Aggression wird hier bei Typ 1 also indirekt gelebt, häufig in Form von Disziplin, Rechthaberei, Besserwisserei und einem manchmal zwanghaften Hang zur Perfektion und Genauigkeit. Dabei wird Typ 1 zunehmend ungeduldiger und erstarrt oft in seinen Meinungen und Auffassungen. Darüber hinaus wird er zunehmend ernster, unnahbarer, gefühlskälter und kommuniziert kaum noch mit seiner Umwelt, von der er sich emotional immer mehr entfernt und verteidigt auch genau auf diese Weise sein Territorium. Innerlich motiviert wird Typ 1 des Enneagramms von der meist unbewussten Suche nach Perfektion und Genauigkeit. So, das war's für heute. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an der wunderbaren Menschentypenlehre des Enneagramms. Auf YouTube finden Sie, wie bereits zu Beginn dieses Videobeitrags erwähnt, weit über 350 weitere Videobeiträge von mir rund um das Enneagramm und seine faszinierenden Themenbereiche. Also, vielleicht bis gleich oder später einmal in einem anderen Video. Alles erdenklich Gute für Sie, Ihre Familien und Ihre Freunde. Ihr Detlef Rathmer.